braucht man da einen Fairpass und müssen Credits kaufen. Und mit dem können wir dann nachher den Bahn fahren. Abzocken. Jetzt gehen wir auf die Riesenrad. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Für die, die neu auf unserem Channel sind, das ist der Kanal von mir, Carol und Marcel. Und wir sind vor ein paar Monaten in den USA ausgewandert und probieren euch in unseren Vlogs immer so ein bisschen in unseren Alltag mitzunehmen. Und jetzt sind wir heute mal, nachdem wir den Marcel vom Arbeiten abgeholt haben, auf Kingston. Das ist gerade eine Stadt neben Plymouth. Und da ist heute der Kingston Carnival. Und jetzt sind wir gerade hier auf dem Riesenrad und ja. Nehmen wir euch auch hier wieder ein bisschen mit. Ich bin nicht schlecht. Vom Riesenrad? Willst du eine andere Bahn fahren? Aber wenn wir schon da sind, gehen wir jetzt da gerade noch gegenüber in die Kingston Mall schauen. Wir sind heute wieder einmal im Auto unterwegs, aber jetzt im Moment gerade einmal in einer ganz anderen Stadt. Wir fahren jetzt hier gerade durch New York City. Marcel hat diese Woche mal gefunden, wir könnten spontan... Eine Schnapsidee gehabt. Eine Schnapsidee. Er hat gefunden, wir könnten spontan mal einen Ausflug machen auf New York. Und? Was sind wir denn jetzt gerade in Soho? Ich habe keine Ahnung. Wer ist bis jetzt in New York Autofahren? Ja, ruhig noch. Entspannt. Bis jetzt habe ich es. Ruhig. Aber ich will es nicht verreden. Vielleicht schläfst du mir nachher. Und der hat jetzt da mal irgendeine Adresse im Navi eingegeben, aber ich weiß jetzt noch nicht genau, wo wir anfahren. Ich habe nur so eine Vermutung. Was ist das da? Holy shit! Cats Delicatessen. Schau das mal an. Vermutlich wieder etwas so wie ein Cronut oder so. Neuer Hype in New York. Schau uns auch an. Ross and Daughters. Wenn es anstehen, muss es wohl gut sein. Denken wir vielleicht auch. What are you doing? Oh Mann. Und Bea ist natürlich auch wieder mit dabei. Gell? Und ich habe lieber hier neben dir als in ihrem Bett. What's the antenna for? What's the line for?
fragen, wie viele Schritte hast du schon gemacht? Zu viel. Es waren ein paar heute. Für mich gerade auch. Sehen ihr das? Ja. Da. Ja. Ja, geht schon noch. Nimm das in Corona. 10.000. Ja, das ist mehr, was? 10.000. Aber jetzt haben wir auf jeden Fall New York See. Und laufen wieder Richtung Auto. Und dann geht es heimwärts für heute. Also, wer sich gefragt hat, wo man in New York parkiert, in sehr niedrigen Parkhäusern, würde ich sagen. Also, ein Pickup ist jetzt ein perfektes Auto für New York City. Das haben wir, glaube ich, schon gewusst. Aber wir leben ja auch in einer Vorstadt, dort kann man einen Pickup fahren. Das ist bestimmt. Das ist vielleicht auch noch ein Ding. Es ist Schluss. Ich bin jetzt im Moment gerade noch daheim, habe jetzt aber gerade alles schon bereit gemacht und mache mich jetzt dann auf den Weg zum Tattoo Shop, um Marcel und Kayla abholen. Und dann gehen wir heute zusammen an einen Patriots Football Match, an den ersten Match von den Patriots in dieser Saison und für uns auch der allererste Football Match in den USA, wo wir wirklich live gesehen. Wir sind sonst eigentlich immer außerhalb der Football-Season in den USA gewesen und oder es sind keine Zuschauer zuschauen jetzt halt noch im letzten Jahr wegen Covid. Und ja, jetzt haben wir gefunden, gehen wir den Match gerade schauen und darum bin ich heute noch schnell im Dick's Sports und haben mir dort einmal noch ein Patriots Shirt geholt. Das lege ich nachher gerade noch an. Ich hatte nämlich noch keins und Marcel sagt mir immer wieder, ich könne nicht an die Sportevents gehen ohne die passende Bekleidung. Er hat ja da schon mehr als genug, weil er auch schon in der Schweiz mega Patriots Fan war und ja, ist jetzt gerade perfekt, sind wir in Massachusetts. dann habe ich hier noch eine transparente Tasche kaufen, weil das ist jetzt anscheinend so im Gillette Stadium oder an vielen Sportveranstaltungen, dass man entweder nur transparente Taschen mitnehmen darf oder so ein kleines Portemonnaie zum das Handgelenk herumhängen. That's it. Ja, darum bin ich hier noch gepostet. Und dann probiere ich auf jeden Fall noch mal ein bisschen mitzufilmen, wie es dann im Stadion so aussieht, wie der Match läuft. Es ist ja jetzt wieder volle Kapazität, aber ich glaube, jetzt, der Match gegen Washington ist sicher nicht gerade komplett ausverkauft. Ja, und noch kurz zu unserem Trip zu New York wollte ich noch mal etwas erzählen. Wir sind ja eben am Sonntagmorgen auf New York gefahren und am gleichen Tag dann auch wieder zurück. Wir haben jetzt das erste Mal auch unseren Hund Bea dabei gehabt. Sie war noch nie in New York gewesen. Und wir jetzt zum ersten Mal, seitdem wir ausgewandert sind. Ich muss sagen, New York ist sicher eine der hundefreundlicheren Städte, aber ja, wer schon mal mit dem Hund in den USA war,
weiss vielleicht oder hat vielleicht gemerkt, dass es im Vergleich zu der Schweiz ein bisschen anders ist. Wir haben uns natürlich im Vornherein schon ein bisschen informiert, in welchen Resten ist, dass man den Hund mitnehmen darf oder in welchen Läden, dass man den Hund mitnehmen darf, weil das da auf jeden Fall nicht gerade selbstverständlich ist. Ja, es ist eigentlich mega gut gegangen, aber wir sind halt dann gleich schlussendlich auch viel, viel gelaufen. Darum würde jetzt entweder beim nächsten Mal den Hund daheim lassen oder wenn wir dann in New York übernachtet, ist es auch kein Thema. Danach kann man sie auch im Airbnb oder im Hotel lassen. Aber sonst mit dem Auto, muss ich sagen, hat es mega gut geklappt. Es hat wirklich überall wieder Parkhäuser und Parkplätze und eben, wir haben schlussendlich dann an zwei verschiedenen Parkhäusern parkiert und sind von dort aus dann einfach gelaufen. Das ist ja echt erstaunlicherweise gut gelaufen. Yes, das noch zu unserem New York Trip. Und ja, dann sehen wir uns auch später im Vlog da wieder. Jetzt sind wir gerade Richtung Stadion am Laufen, haben jetzt ein bisschen außerhalb vom Stadion parkiert, weil da immer noch ein hoher Verkehr ist, ein hoher Stau. Marcel hat fast die Krise gehabt. Ja, sind definitiv ein bisschen zu spät abgefahren, aber sind sicher nicht die Letzten. Oh